Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hof Bergmann. Heute geht's endlich los mit dem großen Häckseln. Ich freue mich total drauf. Ich habe es im Kopf auch schon überschlagen. Es wird vermutlich finanziell extrem eng. Es müsste allerdings eigentlich funktionieren und wir werden heute extrem cooles Zeug machen. Wir werden uns einen Häcksler mieten, um mit dem Häckseln beginnen zu können. Wir werden uns die Biogasanlage kaufen und als sei das noch nicht genug, habe ich auch noch eine andere coole Geschichte. Die sehen wir hier vorne schon. Noch nicht ganz so gut, aber dazu gleich mehr. Erstmal wollte ich nochmal schnell bei der Getreidetrocknung hier vorbeischauen, denn ihr seht, das ist alles noch im Gange. Wir werden vermutlich später nochmal eine Gasflasche nachfüllen müssen oder die hier austauschen müssen. Aber das dauert noch ein bisschen, also da ist noch ordentlich was zu tun. Läuft aber soweit und jetzt gehen wir zu einer Sache, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, womit ich das eigentlich verdient habe. Denn der liebe Simon, der hat mir ja, ich habe es vor einigen Folgen schon gesagt, das VCA-Skript umgebaut. Das fand ich schon sehr nett, hat mir das auch alles erklärt, hat das mit mir eingerichtet. Und jetzt hat er sich bei mir gemeldet und gesagt, Ansgar, ich habe da was für dich. So, war ich natürlich erstmal, dachte ich mir, ach nett. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und jetzt schaut es euch mal an. So, lassen wir mal kurz starten hier. Hören wir schon, klingt ein bisschen anders. Aber jetzt passt auf. Jetzt gehen wir hier. Da habe ich mit Steuerung Q. Guckt euch das an. Das gibt's gar nicht, oder? So, und jetzt zur Erklärung. Was ist daran so besonders? Der Simon, der hat mir den Fendt Favorit 800 hier, den ich ja schon lange auf dem Hof habe, hat mir den umgebaut, hat er jetzt GPS reingebaut und hat hier auch noch das Skript vom IFCO reingebaut. Und damit habe ich jetzt auch hier einen Monitor. Finde ich hervorragend, finde ich sagenhaft. Und es gibt noch so viel anderen Kram. Ich habe mir das erst kurz vor der Folge hier rudimentär angeschaut. Ich muss euch das in einer der nächsten Folgen dann nochmal im Detail zeigen. Aber jetzt würde ich sagen, verlieren wir nicht zu viel Zeit, denn wir müssen starten. Wir müssen in eine Pötte kommen, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Deswegen würde ich sagen, starten wir und machen uns auf. Oh, das war knapp, aber es funktioniert. Man muss hier, wie im Unimog-Video, muss man den Wendekreis hier richtig einschätzen. Und weil das doch ein bisschen langweilig ist und das Wetter heute so schön ist, würde ich sagen, machen wir den Kram hier noch auf. Dann hören wir nämlich noch ein bisschen mehr vom Sound. Auch wenn der Sound natürlich vor allen Dingen von vorne kommt. So, was ist jetzt der Plan? Ich werde mich jetzt, also erstmal werde ich hochschalten. Ich habe in der letzten Folge gemerkt, wie konzentriert ich war beim Hochschalten. Das legt sich hoffentlich noch irgendwann, aber im Moment muss ich immer noch ein bisschen überlegen, wann jetzt Gruppen und wann Gänge geschaltet werden müssen und so. Das ist immer noch so eine kleine Herausforderung. Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen. Ihr habt mich aufgeklärt. Ich habe euch ja gefragt, was ist der perfekte Wert, um zu ernten, also der perfekte Feuchtigkeitswert. Und ich dachte, es gibt da so eine Faustregel allgemein, aber ihr habt mich aufgeklärt. Es gibt ja von Fruchtart zu Fruchtart unterschiedliche Werte. Gerste muss irgendwie ein bisschen feuchter sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Weizen, das kann man so, ja, 12 ist wohl schon zu wenig, also das ist schon zu trocken, aber so ungefähr zwischen 12 und 14%, das ist wohl ein optimaler Wert. Also, ich glaube, mit 13,5 lagen wir perfekt drin, habe ich also perfekt abgeerntet in der letzten Folge. Bin ich natürlich ein bisschen glücklich, wusste ich aber natürlich nicht. So, das also nochmal dazu. Vielen Dank, dass ihr mich aufgeklärt habt. Und ihr habt gesagt, Ansgar, wenn du das Stroh einsammelst, dann tu es doch auf den Komposthaufen. Dann lass das zu Kompost werden, dann kannst du es verkaufen und kriegst dann noch ein bisschen mehr Geld. Das werde ich, glaube ich, tun, wenn am Abend noch Zeit ist. Jetzt müssen wir allerdings erstmal unseren Trigger hier in Stellung bringen. Und ich glaube, ich lasse den nicht hier starten, sondern unten. Mal kurz runterschalten. Dann nutzen wir mal die Motorbremse. Aber das sollte man nicht machen in der Realität. So heftig runterschalten, weil dann geht das Getriebe irgendwann kaputt. So.
So, hier biegen wir einmal schnell ein oder ab und dann sind wir startklar. Aber irgendwie freue ich mich total auf die Folge. Ich finde das auch immer wieder klasse, eure Kommentare zu lesen und so. Ich könnte Ruf Bergmann, ich könnte XXL Farm und alles andere 24/7 spielen. Am Ende hat man ja nicht ganz so viel Zeit, wie man will. Aber ich finde es immer wieder klasse. Und ich frage mich, wie gesagt, auch, womit ich das eigentlich verdient habe, dass mir Menschen wie der Simon einfach schreiben, Ansgar, ich habe hier was Cooles für dich, wenn du willst, kannst du es zeigen. Und dann kann ich es zeigen. Finde ich total cool. Also vielen, vielen Dank an alle Modder, die mir das immer mal zur Verfügung stellen. In der nächsten Folge habe ich nämlich wieder was Cooles. Aber darum kümmern wir uns dann später. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Händler. Ich sehe das nochmal von außen. Und werden uns einen Häcksler mieten. Das wird natürlich ein teures Vergnügen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also da fehlen mir so ein bisschen die Erfahrungswerte hier auf der Map Hof Bergmann. Ich weiß nicht, für wie viel man hier Mais-Silage verticken kann bei der Biogas-Anlage. Aber ich hoffe, man wird jetzt nicht mehr Miete bezahlen, als dann am Ende vom Mais rauskommt. Ich weiß es wie gesagt nicht. Aber ich denke, also Silage bringt ja eigentlich immer relativ viel. So, damit wir uns das auch alles leisten können, muss ich leider den Sprinter hier verkaufen. Ich meine, das war ein cooles Gefährt, das hat auch gute Dienste geleistet. Es wird allerdings bald gegen einen neueren Sprinter, der noch ein bisschen cooler ist, ausgetauscht. Und das habe ich jetzt einfach vorgezogen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Dann haben wir hier noch so ein paar Kleinigkeiten, also hier so ein paar Boxen. Und ich glaube, wir haben hier auch irgendwo noch so eine... Muss mal kurz gucken, ob ich hier drauf komme. War das hier? So, hier ist es. Das ist der Juice Master. Ich habe gerade auch schon die Honigschleuder verkauft und vor allen Dingen habe ich die ganzen Gartenzwerge verkauft. Denn wenn ich das Grundstück, das hatte ich ja vor, also ich muss die Apfelplantage ja verkaufen, damit wir uns die Biogasanlage leisten können. Und wenn ich das machen will, dann müssen da alle platzierbaren Objekte weg. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe es aber gerade mal versucht. Deswegen, das musste alles noch weg. Jetzt verkaufen wir noch schnell den Juice Master. Zack. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Und dann würde ich sagen, geht jetzt die Apfelplantage weg. Für 192.931 Euro. Und damit gehört sie nicht mehr uns. Sehr schade natürlich, aber es kommt ja was Neues, Cooles, nämlich die Biogasanlage. Und ich würde sagen, die kaufen wir uns jetzt direkt mal, denn irgendwohin müssen wir das alles ja bringen. Deswegen für 556.000. Tada! Endlich ist es soweit. Ich meine, wir sparen ja schon seit zig Folgen. Ich weiß gar nicht, wie lang schon, aber das ist ja schon ein großes Ziel seit zig Folgen. Heute passiert einfach alles. So, und jetzt haben wir noch 36.000 Spiel. Und die werden wir jetzt für einen Häcksler brauchen. Ich würde sagen, wir mieten uns hier direkt mal ein. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich meine, die sind alle relativ teuer hier. Das ist alles kein günstiges Vergnügen. Ich würde allerdings vorschlagen, wir nehmen hier einen aus dem Class-Pack, oder? Ja, ich glaube, wir nehmen hier einen aus dem Class-Pack. GPS brauchen wir alles nicht. Das Entladerohr kann auch normal sein. Wir müssen da jetzt nicht groß... Also es ist ja... wird mir schon wieder schlecht. 19.000 wollen sie dafür haben. Wahnsinn. Halsabschneider. Gut, aber wat mut, dat mut. Das nehmen wir mit. Und dann brauchen wir noch so ein kleines Maisgebiss. Ja, was heißt klein, ne? Ich glaube, da ist das hier das, was wir jetzt nehmen müssen. Kostet auch nochmal 5.000. Das heißt, wir müssen mit dem Mais mindestens, und das ist wirklich nur das absolute Minimum, 25.000 Euro verdienen, damit sich das auch nur einigermaßen lohnt. Ich kenne die Preise nicht, habe ich eben schon gesagt. Ich hoffe allerdings, das ist alles drin. So, jetzt trinke ich mal schnell einen Schluck. Dann machen wir nochmal schnell das Getriebe hier rein. Und zwar ist das ein Class Harvester Getriebe, glaube ich, ne? Nehme ich einfach mal an. Oder ist es... Ich weiß es nicht. Wir nehmen das einfach mal und lassen die Automatik an. Ich glaube, das ist alles stufenlos mittlerweile. Das ist ja top modern. Dann wird er einmal gestartet und dann
fahren wir zurück. Nehmen das Gebiss mit. So. Und dann geht es los. Zack. Hier mal kurz schauen, ob da jetzt alles dran ist. Jo. Dann glaube ich, können wir starten. Endlich ist es soweit. Oh Leute, ich freue mich. Ich freue mich total. Ich habe mich übrigens eben, glaube ich, versprochen. Also ihr hattet mir zur Gäste, glaube ich, geschrieben, dass da ein gewisser Wert, also ein gewisser Feuchtigkeitswert nicht überschritten werden darf. Das heißt, es ist nicht eine Mindestfeuchtigkeit, gibt es da vielleicht auch, sondern vor allen Dingen eine maximale Feuchtigkeit, die zu beachten ist. Die Gerste ist bei vielen, glaube ich, jetzt auch schon runter, ne? In diesen Tagen. So. Dann klappen wir das einmal schnell aus. Und dann müssen wir leider oder zum Glück, ich weiß es nicht, mit Kursplay arbeiten. Also ich meine, man kann es auch mit Ive machen. Wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt, dann guckt euch am besten mal die Tutorials von Mario Hirschfeld an. Ich bin kein großer Freund von Ive, also immer wenn ich stattdessen mit Kursplay arbeiten kann, dann arbeite ich lieber mit Kursplay. Es gibt allerdings auch Verfechter von Ive. Ich glaube, das kann dann auch solche Felder wie das hier abarbeiten. Wie gesagt, ich mache es jetzt mit Kursplay. Das ist ganz einfach, man kennt es. Und zwar müssen wir hier einmal schnell das Feld auswählen. Das ist das Feld 7. Kursgenerierung auf dem Feld 7. Vorgewende machen wir bitte. Die müssen halt wenden, ne? Da brauchen wir schon ein bisschen Platz. Wir machen mal 4 Vorgewände. Mal gucken, ob er das so übernimmt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hat er sogar übernommen. Heute ist mein Glückstag. Perfekt. So, dann gehe ich hier einmal nochmal schnell raus. Gehe hier schon mal rein. Dann fahre ich den nämlich ein bisschen vor. So. Und dann können wir starten. So. Und da würde ich sagen, an das Ding. Muss man die ersten Meter hier schnell selbst machen. Muss einfach mal reinfahren, mutig. So. Und dann machen wir nochmal runter und ich glaube, dann passt das alles. So, jetzt der letzte große, wichtige Moment. Kursplay muss nämlich auch mit allen Systemen hier klarkommen, also auch mit VCA und so. Ich hoffe, auch das ist alles richtig eingestellt, sehen wir jetzt. Ah, das sieht zwar gut aus, aber ist nicht ganz die richtige Richtung, denn gestartet werden soll natürlich am Anfang. Der hat direkt den Kurs hier genommen, aber es soll natürlich hier losgehen. Gut, jetzt gleich wieder stehen bleiben. Wir switchen einmal schnell hier rein, machen die Tür zu und dann geht es auch endlich los. Attacke, Abfahrt. Oh Leute, ich glaube, das wird richtig gut. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Hier steht noch ein bisschen das Wasser drin. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier so ein bisschen versetzt fahren. Ich glaube, ich fahre die erste Tour mal. Obwohl, ich glaube, hier ist genügend Platz. Ich glaube, ich kriege das hin, neben dem zu fahren. Man fährt ja immer so ungefähr, glaube ich, ne? Also so einigermaßen neben dem. Ich muss nur mal einen etwas erträglicheren Gang hier noch finden. So, und ich glaube, das ist er. Gut, und da, Leute, das wird klasse. Das ist ja herrlich, was hier runterkommt. Wir haben jetzt mal eine Bahn gerade gemacht und zack, ist er schon voll, der Anhänger. Okay, also wir haben das easy wieder drin, das Geld für den Häcksler. Klasse! Ach, das freut mich. Selten lief eine Folge so gut wie heute. Das ist ja klasse! So. Muss ich mal gucken, wie ich hier am besten rumkomme.
Komme ich hier überhaupt rum? Versuch nochmal zu wenden. Kann jetzt, passt auf, wir machen es ein bisschen anders. Wir nehmen hier noch ein bisschen was. Wir müssen ein bisschen in die Ernte da vorne reinfahren. Dann fahren wir nämlich einen kleinen Bogen. Ich glaube, das ist besser. So. Ah ne, wir kriegen es sogar ohnehin, ohne hier einmal reinzufahren. Machen wir nur die Büsche kaputt, aber bisschen Schwund ist immer. Ach Leute. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber bei mir läuft es irgendwie im Moment einfach gut. Es kommt ja auch, also das Gewinnspiel habe ich glaube ich schon in der letzten Folge angekündigt, als es da um die 400.000 Abonnenten ging. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich glaube, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe jetzt bei ein paar Partnern nachgefragt. Ich habe, glaube ich, schon auch in der letzten Folge gesagt, dass da absurde Preise dabei sind. Jetzt gab es noch einen letzten Partner, den ich auch gefragt habe. Leute, seid ihr dabei? Wollt ihr irgendwas dazugeben? Oder wie sieht das aus? Und was die noch dazu gegeben haben, das ist auch wieder so crazy. Also irgendwie, im Moment habe ich einfach Glück. Warum, weiß ich nicht. Aber im Moment läuft es. Ich meine, am Ende ist das Gewinnspiel natürlich nicht für mich, aber für euch. Und mich freut es ja, wenn dann möglichst viel dafür für euch sozusagen dabei rumkommt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man diese Biogasanlage eigentlich anfährt. Denn ich war ja noch nie da. Ja, völlig fremd. Ich muss das mal auf der großen Karte anschauen. Ich denke, ich werde hier rumfahren. Also ich werde bei den Pferden einbiegen und dann werde ich hier rumfahren. Gehen wir einen Gang zurück. Und dann geht das weiter. Und je länger der Häcksler steht, desto teurer wird die ganze Geschichte. Ich glaube allerdings, ich möchte das selbst abfahren. Also ich glaube, ich möchte das selbst alles machen. Wir werden in der nächsten Folge, auch wenn dieser Fendt hier sehr cool ist, den Träger dann nochmal wechseln. Ich habe es ja schon mal in der letzten Folge angekündigt, dass ich hier noch diesen Fendt One Träger habe. Den würde ich dann bei der Gelegenheit gerne mal mieten und zeigen. Ich denke, das kriegen wir auch noch finanziell irgendwie gestemmt. Und dann werde ich das selbst abfahren. Und ich glaube, das wird dann auch nochmal eine starke, eine coole Nummer. Ach Freunde, das ist klasse. Ihr habt auch gesagt, Ansgar, jetzt verdienst du wieder Geld. Ich höre die Ute schon. Ich höre sie schon wieder schreien. Ansgar, gib das Geld nicht für den nächsten Rasenmäher aus. Lass es bleiben. Eigentlich war es schon fest verplant, das Geld, aber habt ihr mich jetzt nochmal zur Raison gebracht. Genau, hier das ganze Stroh, das bringen wir dann, wie gesagt, später, wenn ich es noch vor dem Regen schaffe, zum Kompost. Und wenn der ganze Mais dann drin ist und die Ernte hier komplett abgeschlossen ist, dann können wir endlich auf den neuen Spielstand umziehen, also auf die neue Map-Version. Die ist auch fast komplett vorbereitet, also da müssen nur noch die ganzen Beträge dann übertragen werden, aber die ganzen Autos oder beziehungsweise Fahrzeuge und so, das ist alles schon drin. Übrigens, ich habe den Fendt hier zwar überschrieben, aber ich muss mir den nochmal komplett neu kaufen. Das heißt, vielleicht stimmt jetzt die Betriebszeit nicht ganz oder so. Also das musste ich halt, den alten, der ist dann einfach verschwunden und den musste ich neu kaufen. Ja, hätte ich glaube ich reingemusst. Deswegen stimmen, wie gesagt, einige Parameter vielleicht nicht mehr ganz. So. Und ich glaube, jetzt schmeißen wir es einfach hier rein. Das heißt, ich gehe mal in die Außenkamera. Und dann wird das einfach abgeladen. Mache ich das? Oh, ich mache das über die Seite. Links, das ist perfekt. Wo ich das jetzt erstmal hinkippe, ist ja eigentlich egal. Und da sieht man, wie sich das hier schön verteilt. Ja, Freunde. Das ist es auch schon. Jetzt kann ich euch zum Schluss nochmal ganz kurz... Ich mach mal kurz die Handbremse rein und jetzt zeige ich euch nochmal ganz geschwind. Bei mittelgroßen Traktoren ist es, glaube ich, hier.
Da zeige ich euch nochmal schnell den Fendt. Also konfiguriert hat er jetzt, beziehungsweise umgebaut hat er halt jetzt absolut cooles Zeug. Also hier gibt es jetzt GPS-Module, die man hinzukonfigurieren kann. Man kann die Kotflügel ändern, das Kennzeichen ist ein anderes. Was gibt's hier noch? Man kann den Sitz ändern, das habe ich glaube ich auch gemacht. Ihr seht es, also absolut crazy. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an Simon. Wir schauen uns das Teil irgendwann nochmal in Ruhe an. In der nächsten Folge, wie gesagt, nochmal ein anderer Trecker. Bis dahin geht's weiter, beziehungsweise in der nächsten Folge werden wir dann das Maishäckseln im Zeitraffer machen. Heute auf jeden Fall schon den Start. Die Getreidetrocknung läuft, die Ernte muss auch noch laufen. Die Zeit sitzt uns im Nacken. Das heißt, in der nächsten Folge ordentlich Action, ordentlich wegbringen, ordentlich Masse machen. Und dann schauen wir mal, wie es dann in der übernächsten Folge weitergeht. Soweit auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für eure lieben Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch dieser Trecker hier gefällt. Wie ihr den so findet, was da vielleicht realistisch dran ist oder vielleicht auch nicht so realistisch dran ist. Ja, und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski.